Hallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Survival. Ja, heute mit Scherzo, Jumpcake und Maso. Oder so. So, wenn das jetzt nochmal passiert, wenn mein Out-of-Memory-Fehler, weil ich. Dann raste ich aus. Das will ich sehen, das darf ich nicht verpassen. Wo ist nochmal unser Haus beim minus 700? Was passiert hier gerade mit mir? Ey, Jumpcake, komm mal zurück. Ja, komm, leck mich am Arsch. Ich laufe hier entlang, aber nein, da müssen natürlich erstmal so 1000 von diesen hässlichen Drecksviechern kommen. Ah, jetzt geht's. Ich war irgendwie im Boden halb gebackt. Passiert. Ja, aber ganz blöd. Ich habe Pferde gefunden. Dann schlachte sie. Die droppen Pferdefleisch. Sehr gesund. Füllt dein Leben komplett auf mit einem Bissen. Ja. Lachen. Ach, Maße, sie ist gestorben. Oh nö, das sah Passiert. so aus. Pferd ist gestorben, hat mir immer kein Fleisch gegeben. Schlimm, war. Da gehst du wohl runter mit der Truppe und die drei Zombies, ihr könntet mich ruhig in Ruhe lassen, wenn ihr euch nicht lebt ausmacht. eigentlich noch mein Pferd? Ja. Das war gestern noch am Leben, wo ich angefangen habe zum Aufnehmen. Ich habe es gestern noch gehört. So rein hat jemand nur einen Mod draufgeladen, dass er eine Druckplatte hat mit Pferdegeräusch. So eine Musikbox. Musikbox mit Pferdegeräusch. Was ist denn, Alter? Komm, komm her. Ja, komm. Ja, du da oben. Komm her. Komm, Wo komm. waren wir? Minus 775, irgendwas minus 775, oder? Minus 730, minus 730. Alter, Ach so, okay. ich krieg das nicht mehr gebacken, diesen Scheiß. So, jetzt habe ich drei Zombies mit der Hand erschlagen, ja? Ich bin schon Bro. Wenn die Nacht nicht langsam vorbei ist, habe ich keinen Bock mehr. Die sinken voll ewig. Ah, jetzt wird gerade Tag. Ich bin schon auf dem Berg, wo wir rübergegangen sind. Ich weiß gar nicht mehr, wo unser Zuhause ist. Ja, Jumpking, dann brauchst du auch nachher nicht bei denen kommen, dass wir Essen brauchen, ja? Lässt mich hier einfach so im Stich. Was ist? Hast mich hier im Stich gelassen, bei den ganzen bösen Monstern. Soll ich zurückkommen? Mich jetzt auch nicht mehr. Bin schon zu Hause. Ich hatte vom Server gekriegt, das finde ich scheiße. Warum lädt das bei mir so? Ich weiß nicht mehr, wie ich Out nach of Hause memory. komme. Kann mir jemand die Koordinaten sagen? Ey, jetzt hau ich das Grafikdings raus. Verbindung trennen. Optionen, Ressourcenpacks, Chroma Hills. Raus. Fertig. Das ist irgendwie komisch. Also 37. Wasser suchst dich halt nur. Egal. Stellen aus, die einfach zu merken Oh. sind. Ja, merke ich gerade irgendwie. Ja, meine sehr verehrten Zuschauer, soll ich mal mit dieser Grafik meine Runde Minecraft spielen? Ist das episch. Eine grafische Grafik. Wenn ihr das sehen könntet, was ich gerade sehe. Ja, können wir ja. Wenn du es mal. Ja, ich lade das aber erst in 14 Tagen hoch. Beschissene Grafik hätte Damit ich. das Video nicht zu aktuell ist. Alter, Verbindung trennen. Optionen, Ressourcenpacks. Ich hau mal das kleine Chroma Hills rein, oder? Das große oder das kleine? Ah, ich hau das große rein, fertig ist, fertig. Weiche Beleuchtung ausgespielt und so weiter. Und das sah auch richtig scheiße aus. Ist mir jetzt aber gerade aufgefallen, wo du es gesagt hast. Ich bin zu Hause. Ohne mich, ohne mich, hast du mich wirklich jetzt im Stich gelassen? Und sowas nennt sich Freund. Ich muss mein Spiel jetzt neu starten. Soll ich zurückkommen? Nein. Hab halt kein Essen mehr. Hunger ich halt auf dem halben Weg. Ey, Marcel, Ja. komm mal her, ich hab was für dich. Ja. Kannst dir anbauen. Wann wollen gehen? Ich schaue erstmal nach meinem Pferd. Hey Pferdi, es lebt noch. Marcel, es lebt. Schau rein.
Cool. Mein Pferd. Also soll ich dich mit dem Pferd abholen? Nein. Jetzt möchte ich das auch nicht mehr. Wieder zubauen. So, und der liebe Herrgott sprach, es wird euch nie mangeln an Zuckerrohr. Könnt ihr mal ein paar Steine fahren? Bauen, wir können eine Steinfabrik bauen, ne? Ja, ich baue das. Ich hab das vorhin schon erwähnt. Ihr baut, jeder von euch baut eine und die effektivste kriegt einen Preis. Alter. Doch, dann hab ich keinen Bock. Ich, okay, komm, ich mach das. Ich bug dat, ganz ehrlich, ich bug dat. Du bug dat? Draußen Steine vorgemacht. Ich hab jetzt ein Stack Kamelfleisch. Lol. Oh mein Gott, ich seh unsere Bude. Krass. Ist das nicht sexy? I'm sexy and I know it. Jetzt esse ich mal ein Stück Schokolade. Das habe ich mir jetzt verdient. Bitte. Vielleicht erstmal rauchen, das habe ich mir verdient. Genau, nimm uns mit. Interessiert uns alle, wie du rauchen gehst. Ja, bist du sicher? Okay, gut. Du wolltest doch Zuckerrohr, oder? Wer, ich? Also an Zuckerrohr wird es uns definitiv nicht mangeln, aber klar. Achso, ja, weil ich habe zwei, wenn du willst. Was, zwei einzelne? Oh, ja, gut. Na egal, ich geh jetzt erstmal nach Hause. Und brauchen wir Kürbisse? Ich meine, ist ja jetzt nicht so. Ja, weiß ich nicht. Kann man anbauen. Haben wir doch eben mal genug eigentlich. Zum Anbauen haben wir genug. Wo ist hier unten ein Name-Tag? Ich glaube, das ist Yamke. Nein. Ja, wo ist der kleine Yamke? Wo ist der Yamke? Hast du zufällig Lava-Eimer? Nee, wollte ich auch gerade einen mitnehmen. Ja, so? Ich geh gerade in die Mine und hol mir einen. Kannst du mir auch gerade einen mitbringen, wenn das geht irgendwie? Nein. Du willst deinen Feinden nicht helfen, was bist du für ein Arsch? wo lange wollte ich denn jetzt? Und habt dann eure Cobblestone-Form fertig? Wie lange braucht ihr dafür? Ich brauch nicht lange, warte jetzt einmal kurz ruhig, ich muss Lava abhören. Was Lava? Ja, okay, du kannst ist Lava! Es gibt bei uns unten. Ach egal. Ja, wollte ich ihm eigentlich auch sagen, aber. Was ist? Ach. Ja, der Scherzo war nämlich gestern in unserer Lava schwimmen. Nee, dann will der muss es ja am besten wissen. Ja, ich hab mich hier hingestellt, hab noch Lava abgehört und hab jetzt Lava gefunden, okay? So, ich komm zurück. Ich baue diese Fabrik bei mir zu Hause und wenn ihr sie dann auch haben wollt, dann mach sie halt bei euch zu Hause. Wurde ich schon wieder angeschrieben und werde das einfach tunlichst ignorieren. Ach, das ist ja auch Lava. Cool, wusste ich gar nicht. Da ist ganz viel Lava in meiner Höhle. Außer soll ich die Maschine unterirdisch oder überirdisch bauen? Wie du Lust hast. Was? Oh, hier sind Wölfe. Nicht oberirdisch, wie du es eigentlich sagen wolltest. Okay. Um Hunde zu zählen, braucht man verrottetes Fleisch, ja? Knochen. Alter. Ja, ich habe beides nicht. Das Fleisch geht, was ist denn nur los mit dir? Was willst du mit diesem armen Tier anstellen? Ich will es so bringen. Rindfleisch? Normales Fleisch? Komm schon, lauf. Alter, folgen die mir jetzt, die Hunde? Wenn du sie mit Knochen gefüttert hast, ja. Ich hab keine Knochen. Dann werden sie dir nur das Essen wegfressen und dir trotzdem nicht folgen. Ja. Wo krieg ich jetzt hier Knochen her? Das ist richtig geil, nur so eine Fressmaschine, man macht dieser Hund nicht. Aber folgen die mir dann wirklich, ja? Wenn du mit Knochen fütterst, ja. Die Herzen machen, dann ja. Du kannst sogar. Die machen Herzen. Ja, weil aus dem einfachen Grund, weil du sie fütterst. Mach sie fett. Aber du musst denen Knochen geben. Wenn sie unglücklich sind, dann
Was passiert eigentlich, wenn die unglücklich sind? Weiß ich nicht. Ah, dann kommen da so komische Rauchwolken oder so. Sowas, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht mehr. Essen müsste jetzt. Wo sind Skelette, wenn man sie braucht? Am besten, ich schreibe mir die Koordinaten mal auf. Ich habe nämlich auch kein Seil mit. Ja, also meine Zuschauer freuen sich bestimmt, wenn sie meine Aufnahmen sehen gerade. Ich mache einfach seit zwei Aufnahmen dasselbe. Was? Ja, nein, also ich kümmere mich ein bisschen um unsere Zuhörerfragen. Nein, natürlich ist das etwas langweilig, aber ich kann nichts dagegen tun, das ist nun mal so. Meine Zuschauer dürfen sich auch wundern. Du nimmst auf? Nein, genau aus dem Grund, ja. Ach so. Ich merk's gerade, ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen. Läuft. Passiert. Leute, hier jagen Wölfe an Hasen. Ist ja lustig. Okay, ich bin gestern auch rückwärts gelaufen. In Lava. Und bin dann gestorben. Und hab dann meine Diamantplatte verloren. Hä? Jetzt ralle ich die Koordinaten nicht mehr. Wenn ich in die Richtung gehe. Ändert sich die Koordinate nicht? In deinen Kommentaren. Und die wird kleiner. Bin ich jetzt in unserem Haus vorbeigelaufen, weil ich die Koordinaten falsch gelesen habe? So, was wollte ich. Ah ja, genau. Ich brauche ein Eimer. Ich brauche ein Eimer, so. Reicht ein Eimer? Ja, okay. Hä? Reicht ein Eimer? Ja, ein Eimer reicht. Ja, sag einmal. Zwei sagen. Zwei. Nein, einer. Der Eimer habe ich ja Wasser bei mir in der Nähe. Dann muss ich nochmal einen Lava-Eimer weiter unten. Ja, okay, komm, ist okay. Einer reicht. Ja, verpiss dich! So, dann baue ich mich hier erstmal. Oh, cool. Ich hab da jetzt ein Haus. So, ich hab ja nicht zu Hause. Danke. Ich mag Döner. Ich mag Sushi. Ich kann nämlich keinen Fisch essen. Echt jetzt? Kannst du keinen Fisch essen? Du magst keinen Sushi? Wir können keine Freunde mehr sein, außer Seife. Tut mir leid. Ich bin seit einem halben Jahr fischallergisch auf roten Fisch. Echt jetzt? Ich habe so gerne Lachs gegessen. Ich habe den einen Tag Lachs gegessen, ich bin umgefallen. Echt jetzt? Ja, aber übelst. Ich habe mein Leben lang Lachs gegessen und auf einen Tag auf dem anderen ging es gar nicht mehr, weißt du? Da macht meine Mutter so Lachs, so schön, oh, Lachs mit, oh, Kräutersoße und, oh, und Reis, oh. Ich fresch da los und dann geht's, aua, 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 und dann so, ah, ich lag dann 2, 4, 5, na gut, ich lag den ganzen Tag dann in der Ecke. Ach du Scheiße. Speiseröhren und Krämpfe und all so ein Scheiß. Hab ich's nochmal mit Hering ausgetestet, ging's mir genauso, aber ich, wie ich bin, ich hab gleich eine ganze Dose Heringe gefressen. Ja, wenn dann richtig, weißt du? Ja, klar. Obwohl ich sagen muss, es gibt auch Fisch, der geht. Aber der meiste Fisch geht nicht. Ist gefährlich. Ich weiß, und ich habe so gerne Fisch gegessen. Wahrscheinlich geht der Fisch, wo Fisch draufsteht, aber kein Fisch drin ist. Ich glaube ja. Witzbold. Ohne Zusatz von echten Fischen. Ja. Ich nehme mir ein paar Kühe mit. Oh. Ich liebe es, Tiere zu schlachten. Warum bauen wir eigentlich keine Tierfarmen? Weiß nicht. Weil es noch keiner gemacht hat. Kühe fressen Heu, oder? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich denke schon, das könnte funktionieren, theoretisch. Ich musste mal was bauen, unterirdisch. Überirdisch. Alter, wie viel ist hier? Lol, hier ist ein Baum in der Magmaquelle gespawnt oder direkt an und jetzt brennt der ganze Wald hier. Ich krieg gleich so einen richtigen Anfall, wenn ich es jetzt falsch mache und da Obsidian rauskommt. Solange wir die ein Feld brauchen zum Zusammenlaufen,
entsteht Dings. Cobblestone. Genau. Ja, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Einen sehr bescheuerten Fehler. Gut. Ach, schön, dass du ihn selber eingestehst. Naja, ich weiß, ich weiß. Marcel, ich habe jetzt 51 rohes Rindfleisch, 28 Schwein, 3 Hühnchen und ein komplettes Steak und 42 Hammelfleisch. Wird für uns reichen. Für mich. Für uns. Ich teile nicht mehr, die habe ich gleich gesagt. Teile mir. Ich teile kein Essen mehr. Du musst mit mir teilen. Ich teile auch alles mit dir. Ach so, okay. Ich glaube, ich gehe noch mal eine Runde meinen. Junge, seitdem ich mir die Texturen für Garry's Mod runtergeladen habe, hängt einfach alles an meinem PC, ganz ehrlich. Bei dir auch. Ich hab ein Autostart-Programm scheinbar mit Garry's Mod runtergeladen, das nannte sich Programm. Hat Autostart-Rechte auf meinem PC gehabt. Ich so vorhin, hä? Wie kommt denn das her? Okay. Und, ja, ich hab's erstmal deaktiviert. Ich muss dann erstmal den rausfinden, wo das herkommt, das Programm. Ich denke, das kommt auch von irgendwie von Garry's Mod, irgendwie so ein Scheiß. Ja, bei mir genauso. Es leckt immer wieder ein bisschen. Ja, ja. Das ist irgendwie ganz. Hat wohl Big Mac irgendeine Scheiße runtergeladen. Wie sein Betriebssystem. Das ist jetzt Big Macs Schuld, weil dein PC hängt, weil du Texturen runtergeladen hast. Oh Gott, Lukas wird dich. Genau. Jummy. Lukas. Was willst du denn von mir? Ein Arschfick verteilt. Ich hab ein Stack weiße Wolle? Also, wenn ich du wäre, würde ich mal gerade an einen Jumpcake verteilen. Der hat ein Haus in Luft gejagt. Hab ich gar nicht. Jumpcake! Wehe, ich sehe nachher was, wenn ich wiederkomme. Ja, Aufnahme. Ich schlag dich. Doch gar nicht. Ich massakriere deine Eltern. Ich finde raus, wo du wohnst. Scherz, Servo und Jumpcake. Guck, ist so wie öffentlich sagen, weil so viele Fans wie er hat. Schreib's mir ins Steam. Ich hab nur ein Pop-Up-Fenster. Danke. Was denn? Das war jetzt Marcel. Du hast ihn gepolt und zu mir gejagt, blöder Penner. Aber das glaub ich gar nicht. Jamkick ist ein Penner. Jamkick ist ein Penner. Ein Pferd. Ja. Marcel, hilfst du mir dann beim Umziehen? Nur ein Stückchen weiter weg. Aber machen wir den ganzen Zuckerrohr. Ich weiß nicht, aber ziehen wir ein Stückchen weiter oder. Damit ziehen wir ein bisschen. Ich kenn wieder Big Mac. Wenn wir das Big Mac sagen, wo wir wohnen, dann schleppt Big Mac mal wieder die ganzen Leute her. Ja, das ist das Problem. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter weggehen, ne? Hörst du jetzt mal auf mich zu schießen? Oh. Marcel, kommst du mal. Nee, na gut, das bringt eh nichts. Wetter egal. So ein halbes Herz. Ja, aber ich baue zu genau Lukas, das hier ist nicht jetzt die Maschine. Alter, wie viele Kühe sind hier? Ich kann die Kühe ja nicht stehen lassen, ich muss die töten. So, meine Ding ist fertig, ne? Meine Farm. Ich hab hier mit Skeletten zu kämpfen. Oh, und ich mit einer Zuckerrohr-Invasion. Und ich mit Schwein. Warum? Lukas an Büchern und so und an Zucker wird's uns nie mangeln. Nie. Nicht? Nee, ich hab mit einem Zuckerrohr angefangen und wenn du siehst, was draus geworden ist. Ich muss jetzt meine zweite Koordinate noch positiv machen, dann bin ich da. Negativ machen. Creeper, 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 Creeper. 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 Na gut, ich würde sagen, wir hören auf mit dieser Folge, Marcel, oder? Ja, wir hören auf mit dieser Folge. Wir wollen sie ja nicht zu lang machen, oder? Dann sage ich Tschüssi und bis zum nächsten Mal, meine sehr verehrten Zuschauer. See ya!